Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo für euch von mir, euer Black Devil. Entschuldigt bitte mein Aussehen, ich sehe zurzeit ein bisschen aus wie König Artus, aber hey, so ist das nun mal. Ich hatte ja der letzten OP und da waren eine ganze Zeit lang keine Videos gekommen, aber das ist jetzt soweit erstmal wieder verheilt und alles pendelt sich so nach und nach wieder ein in die Normalität. So, allerdings hatte ich eine kleine, eine kleine Frage an euch. Und zwar wurden in letzter Zeit wieder ganz, ganz oft Anfragen gestellt, ob ich doch meine PSN-ID freigeben würde und Freundesanfragen und Pipapo. Das Problem ist, es sind einfach zu viele und ich habe auch nicht besonders viel Zeit, um privat oder so zu zocken. Zwischen Aufnahme, Schichtarbeit und Privatleben und zurzeit geht eher alles ein bisschen drunter und drüber. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht, nur wenn ihr es wollt, könnte ich auf der PS4 eine Community erstellen und da könnt ihr jederzeit mal irgendwas reinposten, irgendwelche Fragen, irgendwelche Sachen oder so, Vorschläge, Wünsche, alles mögliche, untereinander könnt ihr da ein bisschen labern, ganz wie es euch gefällt, würde ich erstellen, würde ich auch immer wieder mal reingucken und so weiter, nur wenn ihr das möchtet, also als kleines Gegenangebot quasi. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. In nächster Zeit werde ich wieder wahrscheinlich öfter mal streamen. Ich habe jetzt wieder ein paar Mal getestet und so weiter. Also ich komme gut klar damit, es geht soweit. Nur halt ohne Kamera. Ihr seht warum. Grizzle-Alarm. Und ich weiß gar nicht warum. Es liegt wahrscheinlich an der Beleuchtung oder so. Es ist halt einfach nicht so genial. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall ist es ziemlich wichtig für mich quasi, auch mal wieder ein bisschen mehr auf Twitch zu machen, weil es macht mir auch Spaß, vor allem wenn Leute live dabei sind, ist das halt geil. Checkt dadurch einfach ab und zu mal meinen Twitter-Account, da kündige ich meistens sowas immer an und verlinke dann auch gleich meinen Twitch-Kanal. Wenn nicht, oben bei meinem Kanal, da ist auch mein Twitch-Kanal gleich mit verlinkt, könnt ihr mal nachgucken. Ansonsten war es das eigentlich von mir aus jetzt mal, sollte nur ein kurzes Infovideo sein. Und ich schneid hier am Ende vom Video, damit auch ein bisschen Content trotzdem noch dabei ist für euch, einfach mal zwei kleine Szenen aus Battlefield 1 rein, die ich halt gespeichert hatte auf der Festplatte, weil die halt ziemlich cool waren eigentlich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen was auch immer. Ich weiß nicht genau, wann ich das Video hochlade. Und wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play oder vielleicht sogar auf Twitch, je nachdem. Also bis dahin, macht's gut und ciao.
ganz schön Munition. Come on.